Bisher haben wir einige Dinge rund um das verlorene Jahrhundert lüften können. In der gestrigen Theorie haben wir erfahren, dass der Wano Kuni Arc einen Schlüssel bietet zum finalen Krieg und somit zum Ende von One Piece. Zudem ist uns klar geworden, dass Joy Boy nach dem Krieg im vergessenen Königreich, der am Ende des verlorenen Jahrhunderts stattgefunden hat, noch am Leben war und die Person ist, die halt dem Kozuki-Clan die Poneglyphe in Auftrag gegeben hat, sodass diese sie für Joy Boy meißelten. Auch die Roll-Porn-Glyphen sind mit inbegriffen, die er dafür benötigte, um den Standort von der Insel Lovetail zu verstecken. Das ungewöhnliche Verhalten von Roger, der sich von der Weltregierung gefangen nehmen lassen hat und hingerichtet wurde, haben wir natürlich auch klären können. Wir gingen darauf zurück, dass Joy Boy sich am Ende seines Lebens auch hinrichten lassen hat von Im-sama und diese Hinrichtung auch viele Leute mitbekommen haben, eventuell halt Leute, die zum Volk des vergessenen Königreichs gehörten, und diese hat dann eine große Prophezeiung verkündet, sodass die Menschen niemals die Hoffnung verlieren. Roger meinte damals zu Rayleigh, dass er nicht sterben wird. Sowas in der Art hat auch Joy Boy gesagt. Deshalb hat man immer damit gerechnet, dass jemand zurückkommt, der genauso wie Joy Boy ist. Der Strohhut in der eisernen Kammer ist meiner Meinung nach der Strohhut von Joy Boy. Und ich habe neue Beweise gefunden, Freunde. Und zwar im neuesten Color Spread. Ich bin einfach schockiert, dass ich das die ganze Zeit ignoriert habe. Aber Leute, wenn ihr das seht, dann werdet ihr echt beeindruckt sein, was denn Oda in diesem Color Spread noch versteckt hat. Zudem werde ich euch erklären, was das Will of D ist und was die auserwählte Person ausmacht. Bevor ich es vergesse, Uranus, die antike Waffe, könnte in diesem Video auch entdeckt werden. Bevor wir anfangen, Freunde, lasst diesem Video gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal für mehr One Piece Content, und wenn ihr die vorherigen Videos verpasst habt, könnt ihr auch gerne in der Infobox vorbeischauen. Ich habe da eigentlich alle relevanten Videos für dieses Thema reingestellt, und die Leute, die auf die Zorro-Theorie, wer seine Eltern sind, warten, macht euch keine Sorge, ich versuche das noch diese Woche zu veröffentlichen. Das D in der Welt von One Piece ist ein wirklich sehr großes Geheimnis. Für was diese Abkürzung steht, wurde uns seitens Oda noch nicht bestätigt. Doch die Charakter mit einem D im Namen wurden öfter mal mit dem Wort Dorn in Zusammenhang gebracht. Deshalb könnte man im ersten Augenblick sagen, dass das D eventuell für Dorn steht. Doch es gibt da noch eine weitere Sache, die einige unterschätzen, und zwar Davy Jones. Dieser Charakter wurde eingeworfen, aber nicht wirklich viel thematisiert. Doch in letzter Zeit bekommt er immer mehr Relevanz, weil der Davy Backfight war zum Beispiel der Grund dafür, dass die Rocks Piratenbande gegründet wurde. Davy Jones war eines der legendärsten Piraten in One Piece. One Piece handelt halt von Piraten. Die Protagonisten sind Piraten, und es könnte sein, dass wir halt Davy Jones bisher als Charakter vollkommen unterschätzt haben und er für später noch eine größere Bedeutung bekommt. Somit könnten wir sagen, dass Davy Jones eventuell Teil der D-Familie war. Wir wissen, dass die Ds eine Familie waren. Das Ganze kann man sehr gut mit dem Kozuki-Clan vergleichen. Der Kozuki-Clan hat auch eine Familie, aber auch einfache Clan-Mitglieder. Wenn man sich die Blutgruppen der Charakter mit einem D im Namen mal genauer anschaut, sieht man bei allem, dass sie die Blutgruppe F haben. Die einzigen Ausnahmen hierbei sind Ace und Roger. Sie haben nämlich die Blutgruppe S. Der Grund dafür ist, dass sie nicht Teil dieser Familie sind. Zumindest Gold Roger nicht, denn Podcast D. Rouge war höchstwahrscheinlich wirklich Teil der D-Familie. Jedoch konnte sie ihrem Sohn Ace natürlich nicht diese Blutgruppe weiter vererben, weil ihr Mann Roger war nicht Teil der D-Familie. Somit hat Ace die Blutgruppe seines Vaters übernommen, weshalb er kein vollblütiger D ist. Das ist auch der Grund dafür, warum er auf Marineford sterben musste, weil man muss ja irgendwie herauskristallisieren, wer denn der Hoffnungsbringer für die Welt ist, Ruffy oder Ace. Zum Ende hin haben wir halt herausgefunden, dass Ruffy der Hoffnungsbringer sein soll. Shanks steckte sein ganzes Vertrauen in Ruffy, gab ihm den Strohhut, und der Strohhut scheint auch eine sehr große Bedeutung zu haben. Hier im Color Spread von One Piece Kapitel 1009 sehen wir was Grandioses. Die Strohpiratenbande ist beisammen, wir sehen Otama, wir sehen den Kumainu im Hintergrund und einige Steinstatuen. 6 Steinstatuen, und alle haben einen Strohhut auf, außer einer, und zwar der ganz linke.
Jetzt wird der ein oder andere denken, das sind doch ganz einfache Steinstatuen, was will Oda uns denn damit mitteilen? Ja, Freunde, genauso dachte ich auch am Anfang, doch als ich dann einige Tage mit diesem Color Spread verbracht habe, fiel mir nicht nur auf, dass Zoros Enma hier schwarz gefärbt ist, was darauf deuten könnte, dass er während des Onigashima-Kriegs es schafft, sein Enma zu einem Black Sword zu machen, sondern habe ich auch gesehen, dass die Steinstatuen alle am Lächeln sind. Als Gold Roger hingerichtet wurde, hat er gelächelt. Auch als Kozuki Oden im Öl versank, hat er gelächelt. Ich denke mal, das haben sie von Joy Boy, denn das D wird oftmals auch mit Charakteren in Zusammenhang gebracht, die gerne lächeln, egal wie schwer die Situation auch ist. Wir erinnern uns daran, als Ruffy auf Logthorn fast hingerichtet wurde, dieser hat auch am Ende gelächelt, obwohl er den Tod ins Auge sah. Genau auf diesen Punkt habe ich versucht, euch aufmerksam zu machen. Und zwar gibt es Charakter, die nicht zur D-Familie gehören, die dennoch den Willen von Joy Boy geerbt haben. Das Ganze nennt man Will of D. So wie auch eine Münze zwei Seiten hat, wird auch das Will of D zwei Seiten haben. Wir haben einmal Charakter wie Roxy Sebek, die die dunkle Seite ausgewählt haben, aber auch Charakter wie Ruffy, die die gute Richtung eingeschlagen haben. Und ich denke mal, zu Zeiten des vergessenen Königreichs wird es neben Joy Boy auch eine dunkle Seite des Ds gegeben haben. Personen, die das Will of D erben, unterstützen Charakter, die wirklich zur D-Familie gehören. Wir haben zum Beispiel Ruffy, der Teil der D-Familie ist, und ihn unterstützen Charakter wie zum Beispiel Zoro und seine gesamte Crew, die Strohflotte, weil sie in irgendeiner Art und Weise das Will of D geerbt haben. Auf der anderen Seite haben wir Blackbeard, der die dunkle Seite des Ds darstellt, und dieser wird halt von den Leuten unterstützt, die auch die dunkle Seite des Will of Ds geerbt haben. Das Ganze entspricht dem Yin-Yang-Prinzip. Es gibt einmal die dunkle Seite und die helle Seite. Joy Boy stellt die helle Seite dar und Ruffy ist eine Reinkarnation, hat den Strohhut auf, und die dunkle Seite wird höchstwahrscheinlich von Davy Jones dargestellt und Blackbeard ist höchstwahrscheinlich seine Reinkarnation. Wir sehen jetzt hier auf dem Bild 6 Steinstatuen. Jeder von ihnen hat einen Strohhut auf, der ganz linke nicht. Wir sehen Utama, der den Strohhut von Ruffy in ihren Händen hält, und sie will zu der letzten ganz linken Steinstatue und ihm den Strohhut aufsetzen. Symbolisch betrachtet passiert hier was Unfassbares. Nachdem Joy Boy gestorben ist, gab es schon einige Reinkarnationen von ihm, die versucht haben, die Welt zu verändern. Die genaue Zahl von ihnen wussten wir bisher nicht, doch mit diesem Color Spread wurde uns das Ganze verraten. Und zwar waren es vor Ruffy 5 weitere Auserwählte, die versucht haben, die Prophezeiung zu erfüllen, jedoch haben sie es bisher nicht geschafft. Wir sehen, dass jeder dieser Steinstatuen eine sehr bekannte Pose eingenommen hat. Diese Pose ist im Buddhismus sehr weit verbreitet und heißt so viel wie: Ich gebe meine Hoffnungen weiter in die nächste Generation. Keine Sorge, Freunde, ich wäre doch nicht Kozuki, wenn ich nicht noch einen Hinweis gefunden hätte. Und zwar in One Piece Kapitel 906 auf der letzten Seite sehen wir, wie Imsama sich einigen Kammern nähert. Und zwar sind es insgesamt 7 Kammern. Merkt euch jetzt diese Zahl, Freunde. Und in einer Kammer ist dieser eiserne Strohhut gewesen. Der eiserne Strohhut gehört Joy Boy. Also ist eine Kammer schon mal für Joy Boy. Die 6 anderen Kammern, ja Freunde, ganz genau, sind halt für die Reinkarnationen von Joy Boy. Und insgesamt gab es nach Joy Boys Tod 6 Reinkarnationen, wenn man Ruffy mitzählt, Freunde, und das ist wirklich krank, dass hier schon dieser Hinweis wieder kompatibel war mit dem Color Spread. Ich kann es einfach nicht glauben, Freunde. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video zufriedenstellen. Teilt das Video mit euren Kollegen und alle, die es nicht zu Ende geschaut haben. Ist euer Durst zu One Piece immer noch nicht gestillt, dann schaut doch gerne bei dem Playlist vorbei, die ich unten in der Beschreibung verlinkt habe. Dort sind sehr viele interessante Videos vorzufinden. Ansonsten könnt ihr mir natürlich auch gerne auf meinen Social Media Accounts Twitter und Twitch folgen, um vielleicht bei einem spontanen Livestream dabei zu sein, wo wir ebenfalls über One Piece quatschen. Habt ihr Bock auf Merchandise oder besser gesagt Manga-Bänder, Databooks und vieles mehr zu One Piece, dann könnt ihr natürlich auch bei dem Amazon Shop vorbeischauen, den ich unten verlinkt habe. Dort sind viele Sachen vorzufinden, wie zum Beispiel der Manga, der chronologisch geordnet ist, auf Deutsch. Bis zum nächsten Mal, Freunde, auf meinem Kanal Kozuki One Piece.